So, heute wollen wir hier den Keller von Herrn Klingenberg sanieren. Und wichtig ist natürlich auch hier die Untergrundvorbereitung. Die ist hier dementsprechend erfolgt. Die Rückstände wurden vom Untergrund entfernt. Wichtig ist natürlich, bevor wir jetzt anfangen mit dem Oberputz, es muss gut vorgenetzt werden und vorgenässt werden. Das ist für viele immer ein bisschen kurios. Ich mache eine feuchte eine Wasserschadenbeseitigung und fange jetzt wieder an, mit viel Wasser zu arbeiten. Das werde ich auch noch häufiger sagen. Bevor ich jetzt hier dieses netzförmige Vorwarzen mache, Vorspritzen, wird der Untergrund gut vorgenetzt. Es geht ja mal ganz gut mit so einer Gartenspritze. Man kann es natürlich auch mit einem Gartenschlauch machen, aber die hat jeder Putzer, jeder Maler dabei. Zu meiner Person, ich bin Maler, Maler-Altgeselle, 50 Jahre alt, 35 Jahre im Berufsleben mit Ausbildung. Für mich auch ein bisschen neu, das Material. Aber was ich jetzt hier schon mal gemacht habe, ich habe erst Material vorbereitet. Das ist ein sehr dünnes Material, sehr wässrig. Und das wird benötigt, um hier diesen Untergrund mit einer Maurerkelle vorzuspritzen. Da braucht man etwas lockeres Handgelenk. Und dann wird das vorgespritzt. Es ist ein bisschen sauig für den Maler. Der Putzer kennt es. Aber wie ihr seht, mit ein bisschen Übung, Dreieckskelle, die Stuckateurkelle eignet sich dafür nicht. So, gut, weiter geht. Zweiter Arbeitsschritt ist jetzt der, dass wir jetzt hier die Wände verputzen. Wir haben jetzt vorgewarzt. Material ist soweit angezogen. Zweiter Arbeitsschritt ist im Grunde genommen, sich die Masse anrühren. Wichtig ist es hier, dass man da im Grunde genommen das Mischungsverhältnis auch einhält. Herstellerangabe, 6 Liter Wasser, sauberes Wasser bitte. Auch kein Regenwasser nehmen, kaltes, sauberes Wasser, 6 Liter. Material ist jetzt hier im Maurerkübel und das Allerwichtigste ist jetzt hier, dass man auch die 2 bis 3 Minuten Rührzeit einhält. Das machen die wenigsten. Weil wenn man mal so auf die Uhr guckt, wie lange 2 bis 3 Minuten sind, also bitte machen. Wenn man jetzt mal schauen würde, das war ja noch nicht mal eine Minute, das Material ist im Grunde genommen immer noch klumpig, noch nicht sämig. Also er braucht wirklich seine 3 Minuten. Wenn man sich das jetzt mal zum Vergleich anguckt, der Unterschied hier ist sehr deutlich. Das Material hat jetzt seine Verarbeitungsviskosität, seine Konsistenz und jetzt lässt sich das Material natürlich auftragen. Zack. So, wir wollen jetzt im Grunde genommen den nächsten Arbeitsschritt machen. Das Material ist angerührt, es muss auch nicht reifen. Also diese Reifezeit, Quellzeit von 15 Minuten, die brauchen wir nicht. Wir haben jetzt hier natürlich einen Keller, was von der Oberfläche natürlich sehr, sehr wellig ist, sehr grob in der Oberflächenstruktur. Man könnte das natürlich jetzt auch im Grunde genommen schön flächenbündig aufziehen, dann hier mit einer Kadetsche natürlich dann auch glätten, abziehen. Hier ist natürlich, wenn man sieht, hier kommen wir auf Schichtstärken zwischen den Abständen, so sind wir schon bei 1,5 cm. Der Kunde hat gesagt, wir wollen das gar nicht so glatt haben. Wir gehen mit dem Gefüge der Wand mit. Und mit dem Gefüge der Wand ist natürlich das für mich ein bisschen einfacher. Das Material wird aufgetragen und dann wird das mit einer normalen Deckenbürste, Witschequast, wird das dann in Bürstenform abgeschlagen, durchstrukturiert. Die Maurer sagen auch immer Rappen dazu. Für uns Maler und auch für die Maurer ist es wichtig, das richtige Werkzeug zu verwenden, weil was wir verhindern müssen, sind Sinterschichten. Und dafür eignen sich im Moment sehr gut Holzreibebretter oder aufgeschäumte Reibebretter oder so ein Schwammbrett oder ein Filzbrett. Bitte keine Stahl- oder Edelstahlglätter zum Abreiben, zum Abfilzen nehmen. So, und dann wollen wir weitermachen. Wichtig ist auch hier wieder das Vornässen.
zwischen den Arbeitsgängen Untergrund immer schön feucht halten. Eine Möglichkeit, dass man das mit der Kelle anwirft, um den Maler die Angst zu nehmen. Die kennen sie alle. Wir tragen das Material mit der Kelle auf. Das geht also auch. Er sackt nur ganz leicht nach, wie man hier sieht. Ist natürlich kein Armieren. Wir wollen hier putzen. Kleiner wichtiger Hinweis noch am Rande: Material, was auf den Boden fällt, soll nicht wieder aufgenommen werden. Hier sieht man natürlich wieder typische Maler, ne? Die Glättekelle liegt ihm besser als den Putz anwerfen. Drauf. Stichwort: geht gut was drauf. Verbrauchswerte bei 2 cm Schichtstärke 25 Kilo. Okay, so, jetzt habe ich hier die Wand soweit übergeputzt. Das Vorwarzen war ja erledigt. Wichtig ist nochmal darauf hingewiesen: bei dem Verputzen immer den Untergrund feucht halten. Ganzflächig aufgezogen. Wir haben jetzt hier auch im Grunde kein Absacken, keine Rissbildung, jetzt schon auch keine Wölbung. Es sind noch so ein paar Grate drin, aber interessant ist natürlich auch hier jetzt die Nassschichtstärke. Man sieht hier auch noch einen sehr starken Glanz. Und wenn ich hier mal meinen Zollstock nehme und hier mal reindrücke, dann habe ich hier eine Schichtstärke von knapp 2 cm in einem Arbeitsgang. Das ist möglich auch. So, aus der Malersicht und auch aus der Maurersicht ganz interessant, in diesen hohen Schichtstärken zu arbeiten. Jetzt lassen wir das Material ein bisschen abbinden. Sobald es dann handfest ist, dass es dann weiter zu beschichten ist, dann machen wir noch eine dekorative Oberbeschichtung. Die wird in dem Fall mit dem Feuchtregulierungsputz weiß ausgeführt. Wichtig ist, das in dieser Ausführung auch zu machen, in dem Aufbau, immer grau vorweg. Ganz wichtiger Hinweis, grau vorweg und dann eben den weißen erst oben drüber. Nächster Arbeitsschritt, schon mal ein bisschen vorgelegt. Das Material ist jetzt an der Oberfläche soweit handfest, dass wir praktisch an einem Arbeitstag 3 Arbeitsgänge machen. Wir sind hier in einem Kellerraum, der soll natürlich auch nicht so grau stehen bleiben. Wir haben jetzt den Feuchtregulierungsputz in der weißen Qualität, den wir jetzt hier in einer Schichtstärke von 5 mm noch einmal rüberziehen. Das Material wird natürlich auch wieder nach den Mischungsangaben angerührt, auch 3 Minuten wieder durchrühren und dann wird es eben dementsprechend mit entsprechendem Werkzeug aufgetragen. Die Unterbrechung der Arbeit, also der Fortlauf war jetzt praktisch immer bei der Fläche, das Vorspritzen. Da habe ich nass in nass gearbeitet, am Ende der Wand. Da war also keine Arbeitsunterbrechung notwendig, weil beim Vorspritzen, da war praktisch der Untergrund schon so weit durchgetrocknet, dass man die zweite Schicht gleich auftragen konnte.
hinten angekommen, vorne wieder angefangen. Hier haben wir jetzt im Grunde unsere Mittagspause verbracht. Da hatten wir eine Arbeitsunterbrechung von einer guten Stunde unter diesen klimatischen Bedingungen. Es kann auch durchaus länger dauern. Hier haben wir noch optimale Temperaturbedingungen, Luftfeuchtigkeitsbedingungen und Schichtstärke, passt alles. Hier sieht man auch sehr schön, das ist natürlich noch ein bisschen einfacher vom Handling. Wichtig ist, dass man bei den 5 mm bleibt. Also nicht scharf abziehen. Scharf abziehen, dann würde ich nämlich wieder auf den Untergrund kommen. In dem Produkt sind auch leicht Zuschlagstoffe enthalten. Das sind in diesem Fall ist das geschäumtes Glas. Das sind keine Styroporkügelchen. Und dadurch lässt sich das Material natürlich sehr schön aufziehen, aufstreichen. Es rollt förmlich richtig schön drauf. Also hier ist ein sehr leichtes Aufziehen. Bei 5 mm Schichtstärke, da haben wir natürlich ein Viertel der Schichtstärke, was wir vorher hatten. Dann reicht ein Sack circa 3 bis 4 Quadratmeter. Noch einmal schön abziehen, den Flächenrakel, ein bisschen Fläche reinbringen. So, die Wand ist jetzt vorgezogen mit dem weißen FRP Feuchteregulierungsputz. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier natürlich das auch abzureiben. Hier haben wir das Werkzeug, ein Holzreibebrett oder ein geschäumtes Reibebrett oder auch ein Schwammbrett. Die sind dafür sehr gut geeignet, weil durch diese Reibebretter entstehen auch keine Sinterschichten. Die Oberfläche wird aufgerissen und es entsteht keine Bindemittelanreicherung an der Oberfläche. Weil wir uns aber hier unten in untergeordneten Räumen befinden, Kellerräume, da ist es natürlich, wird auch sehr häufig akzeptiert, dass man da eine Bürstenstruktur machen kann. Da nimmt man eine normale Deckenbürste und da muss ich auch nicht so lange warten. Ich kann also jetzt hier in das noch recht frische Material im Grunde einen Bürstenschlag machen. Nämlich saures Wasser, Deckenbürste und dann, wie man möchte, den Bauernrundschlag oder einen Kreuzschlag. Und mache dann wieder eine Bürstenstruktur an die Oberfläche. Das geht sehr schnell. Auch hier entstehen keine Sinterschichten. Ich kann meine Kähnschläge hier rauskaschieren. Gewölbekeller, wo man natürlich mit Bruchsteinen arbeitet, da habe ich auch nicht die Möglichkeit, wo es ist sehr materialintensiv und aufwendig, um das glatt zu putzen. Und da geht man natürlich auch mit dem Mauergefüge mit und da eignet sich natürlich auch sehr gut dieser Bürstenschlag. Und wie man sieht, die Wand ist also in 0, nichts. Sie ist auch durchgebürstet, strukturiert. Und dann lässt man die schön trocknen. Diese eine Wand hat jetzt mit Arbeitsunterbrechung 4 Stunden gedauert. Vom Aufbau her, im Grunde für den handwerklich Versierten kein Problem, für den Maurer auch kein Problem, für den Laien, der sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, auch zu schaffen. Zum Thema Trocknung noch ganz wichtig, diese Wand, die lassen wir jetzt einfach trocknen. Wir haben hier ein geöffnetes Fenster, das reicht vollkommen aus. Ganz wichtig ist, bitte keine Bautrockner verwenden, weil das Material braucht seine Zeit zum Durchtrocknen, das sollte man ihm auch geben. Um den Trockenprozess etwas zu beschleunigen, reicht ein ganz normaler, handelsüblicher Ventilator aus. Keine Heizlüfter, keine Heizung, keine Bautrockner. Danke.